So, hallo, wir machen weiter bei Kutschubo, Durado, Collab, Dings, irgendwas. Wir sind jedenfalls im zweiten Teil. Also ich bezeichne es als zweiter Teil, weil es ist. Ja. Es ist die zweite Oberwelt sozusagen. Und den Sound können wir ruhig noch einen ganzen Ticken lauter machen. So. Wählen wir einfach das mal aus. Und gucken mal, was uns noch so erwartet. Genau, wir sind hier. Wir haben ganz viele Welten vor uns. Fangen wir einfach an mit Enjoy the Sunshine. Und ich würde sagen, wir gehen einfach erst hier den Weg, weil dann ist hier schon Schluss. Und dann können wir den ganzen anderen Weg gehen. Ne? Das hier ist ja dann noch ein ganzes Stück. Und von hier ist dann auch Schluss. Also, erstmal den rechten Weg. Das sind sogar zwei Exits in diesem Level. Da schauen wir mal, wie lange wir da sitzen werden. Ich bin gespannt. Los geht's. Was ist das für Musik? Und ich hoffe, jetzt hört man die mal ein bisschen lauter. Ich weiß, es ist irgendwie immer so leise. Aber ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen lauter sein. Vielleicht ist es aber, vielleicht muss ich es hier ein bisschen höher drehen. So, ich hoffe, jetzt dröhnt es nicht gleich los. So. Ich habe es jetzt in OBS noch ein bisschen höher gedreht. Ich meine, es ist nicht so, dass man die Musik nie gehört, gar nicht gehört hat, aber sie kann auf jeden Fall mehr. Sie kann mehr. Man hat mich mehr gehört als alles andere. Das muss nicht sein. So, jetzt kann ich da unten rein und die Yoshi-Coin holen, die mir im Endeffekt wahrscheinlich nichts bringen wird. Aber wen juckt's? So. Plopp. Und solange ich sehe, dass meine Stimme zumindest noch über der Musik ist in der Anzeige, dürfte es alles hörbar sein. Okay, hier kann ich nicht rein. Irgendwie ist das Lied komisch. Klingt so unfertig. Wisst ihr, was ich meine? Es könnte mehr sein, aber es ist nicht mehr. So, es würde irgendwie was fehlen. Es wäre es irgendeine Demo oder sowas. Noch nicht das fertige Lied. Irgendwie so klingt das. So, wo ist jetzt was aufgegangen? Da. Also die On-Off-Dinger scheinen hier mit den Yoshi-Coins zusammenzuhängen und was anderes nicht zu machen. Das heißt, immer wenn wir einen On-Off finden, ist wahrscheinlich dahinter irgendwo dann eine Yoshi-Coin in der Nähe. Midway. Wow. Direkt vom Block, der mir wahrscheinlich jetzt eine Blume gegeben hätte, lasse ich mich treffen. Der war fies. Der war fies. Der war fies. Okay. Du willst so spielen. Alles klar. Ja, das ist jetzt ein bisschen unsafe. Das machen wir mal nicht. Ich hab's gesehen, aber ich konnte nichts mehr tun. Ja, das hat sich dann erledigt mit den Yoshi-Coins. Zumindest so, dass sie registriert werden als vollständig. Ich kann jetzt versuchen, die anderen drei zu sammeln. Aber es hat sich im Grunde soeben erledigt. Ja, schade. Und sie werden ja auch nirgends wirklich registriert. Also es gibt keine Anzeige, dass man die gesammelt hat. Insofern gehe ich davon aus, dass die nicht wichtig sind. Na, ich versuche sie zu sammeln, soweit ich das hinkriege. Aber ich renne jetzt nicht nochmal in ein Level rein, wenn ich sie nicht habe. Das war fies. Das hat mich komplett aus dem Konzept. Jetzt kann ich auch mal hier runter gucken. Ich wollte gerade sagen. Natürlich. Ah, das war ein Blind Jump. Das hat man im Prinzip nicht. Auch wenn man jetzt natürlich den Abgrund sieht, aber man hat es von da oben, als man runterkam. Hier. Na, das weiß man nicht, ob da Boden ist oder nicht. Okay, man hätte noch ein Stück. Man hätte sogar noch ein Stück klettern können. Dann habe ich nichts ge. Oh ja, stimmt, es gibt ja einen Secret Exit. Aber was bedeuten die Sterne? Oh, komm mal mit. Komm mal mit. Kannst du die kaputt
Ja, gut. Das war jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Okay, Sprites können da durch, Marios nicht. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Er kam zwar durch, aber nicht so, wie ich das eigentlich wollte. Ja, gut. Oh mein Gott, dies Vieh. Wait, aber dann gibt es keinen anderen Weg darüber. Wie komme ich dann durch die Blöcke durch? Wenn ich was in der... Wait, ist das dann so, sind das dann so Blöcke, die, wenn ich was in der Hand habe, lassen die mich durch und sonst nicht? Ich muss da irgendwie durchkommen. Aber ich komme da nicht durch. Das wird ein richtig merkwürdiges... Hi. So, damit hätten wir jetzt übrigens alle Yoshi-Coins. Wenn wir die anderen zwei auch noch hätten. Okay, zurück kann ich nicht. Also, wenn hier ist mit Secret Exit nichts mehr. Jetzt kommt wahrscheinlich eh gleich das Ziel. Ja. Ha! Das wird jetzt merkwürdig. Wenn ich groß... Ich meine, vielleicht kann ich es einfach kaputt machen, wenn ich groß bin, aber das wäre ein bisschen komisch, weil dann hätten sie ja auch normale Turnblöcke nehmen können, ne? Wie kann ich denn... Also ich denke, bis zum Ziel kann ich jetzt einfach... Zu der Stelle kann ich jetzt einfach durchlaufen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas groß beachten muss. Es hat ja auch nichts gebracht, was in der Hand zu haben. Damit kann ich auch nichts machen. Ja, zweite Blume, nehmen wir mit. Ich muss aber auch diese spezielle Schere, aber das ist halt alles. Ja, das geht durch, aber ich gehe nicht durch. What? Ja. Hatten wir hier irgendwo ein Springboard oder sowas? Dann könnte ich mich da durchglitschen zumindest. Aber hatten wir nicht. Hä? Warte. Ich könnte es mit ihm genauso versuchen. Oder kann ich mit ihm mich auch so ein bisschen durch... Ja, vielleicht. Komm mal mit, Kollege. Nein, ich falle da nicht durch. Ich dachte, ich kann so ein bisschen... Hier ist auch nichts dahinter. Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist auch nichts dahinter versteckt. Hier ist auch nichts. Und ich versuche auch so versteckte Röhren hier zu betreten. Nichts dergleichen tut sich. Guck mal, das hier ist auch so. Ah, ne, das ist, glaube ich, die Stelle, wo man startet, wenn man gestorben ist, ne? Komme ich auch nicht runter. Hä? Geht es vielleicht, wenn ich aufnehme Yoshi? Aber ich habe keinen Yoshi. Kann man irgendwo aus einem anderen Level ein Yoshi holen? Wir haben noch nie einen Yoshi hier gehabt, oder? So, den On-Off umstellen nützt auch nichts.
da kommt dann die Pflanze. Und noch so einer. Der halt auch unten reinläuft, aber den Schlüssel nicht mitnimmt. Ha! Jetzt bin ich komplett, also wirklich komplett überfragt. Ah, mein Gott, hi. Aber hier war auch kein Springboard und nichts, ne? Nee. Wenn du Springboard, könnte ich was versuchen, aber das müsste ich halt erstmal bekommen. Wait. Da ist auch nichts. Das ist auch nur Deko, ne? Ich kann das nicht rausziehen oder sowas. Ne, die sind nur Deko. Ich check's nicht. Was ist... Wie komme ich durch die Sterne? Muss ich vielleicht eine gewisse... Ich meine, vielleicht sind es zufällig sprite-durchlässige Blöcke. Vielleicht muss ich eine gewisse Anzahl Sterne haben, aber es steht halt nichts drauf. Oder ich muss alle... Ich habe jetzt 88 Münzen, das kann es nicht sein. Aber zufällig, dass ich gerade 88 habe. Ich gehe erstmal hier hoch. Vielleicht kriegen wir irgendwo einen Yoshi. Ansonsten würde ich mal versuchen, alle Yoshi-Coins zu sammeln in dem Level. Und gucken, ob das was ändert. Boah, es ist hier richtig schwierig zu sagen, was fest ist und was Boden ist. Anders. Also, ihr wisst, was ich sage. Kann ich in das Wasser? Ja. Alles andere wäre auch komisch gewesen. Ah, das sieht super komisch aus mit dem Hintergrund zusätzlich. Es ist schwierig zu erkennen. Kommt da was Wichtiges raus? Ich glaube nicht. Alter, ist ja gut. Aua. Jetzt haben wir schon drei Yoshi. Oh mein Gott. Okay, den hätte ich gerne. Nice. Blume. Oh. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine Feder haben, oder? Will ich vielleicht mit der Feder durch die Sternblöcke durch? Irgendwie so durch, aber müsste ja eigentlich dann mit der Blume ähnlich sein. Ich kann mich ja nicht so durchdrehen. Oh mein Gott, das hat sich erledigt mit der Feder. Ein Yoshi-Coin fehlt noch. Bevor wir sterben, würde ich die doch gerne mitnehmen. Hallöchen, Pflanze. Wow. Okay, können wir den Schutz hier mitnehmen? Da habe ich noch direkt gebraucht, den Schutz. Okay, kommen wir da drüber? Yes. Da ist Yoshi Coin. Oh nein, ich komme nicht mehr hin. Komme ich? Oh shit. Komme ich von hier an die Pflanze? Nein, ich muss hier nochmal drüber. Ich muss diesen Sprung hier schaffen. Okay. Jetzt haben wir einen Shot für die Yoshi Coin. Nicht versauen. Okay, nice. Gut. Nicht, dass sie wichtig wäre, aber... Wenn man das schon so ansetzt, dass man die sammeln will, dann will man das auch ordentlich machen. Okay, einfach rüber hier. Und die Koopas können mir jetzt auch nichts mehr. Aber da ist eine Feder. Lol. Anderer Abschnitt, den man nochmal sterben kann. Will ich vielleicht mit der Feder irgendwas an? Ach so, ich starte ja hier.
weil ich den Midway Point ausgelöst habe. Wie weit ist die erste Yoshi-Coin von hier weg? Will ich so rumgehen oder will ich doch nochmal von vorne ansetzen? Ach, ich komme nicht mehr runter. Ich komme nicht mehr zurück. Okay, wir haben ja einen Autosave, ne? Ich setze mit sicherheitshalber den State. Und wir haben ja einen Autosave drin. Das heißt, er müsste die Level gespeichert haben. Und wir starten jetzt vorne. Nein, er speichert sogar den Midway Point. Oh mein Gott. Hier, ich kann das Ding. Das kann ich halt auch nicht pullen. Der Stein ist irgendwie auch. Das wirkt so komisch hier. Aber ich kann damit nichts anfangen. Das wirkt alles so merkwürdig und verdächtig. Ich will ein Springboard. Ich krieg keins. Es könnte halt sein, dass der echt nur so für die Yoshi-Coins da ist. Dieser. Ja, ich gehe nochmal komplett raus und sammle mal alle Yoshi-Coins. Aber das würde wiederum bedeuten, ich muss nach der letzten Yoshi-Coin, nach der hier, zurückgehen. Na gut, das wäre jetzt ja nicht das Problem. Das wäre halt wirklich nicht das Problem. Aber ich gucke trotzdem erst nochmal, ob ich irgendwie ein Springboard übersehen habe. Also für Yoshi-Coins würde ich jetzt so einen Aufriss nicht machen. Aber hier geht es um einen Secret Exit und der gehört mir schon, für mich schon dazu. Auch wenn er letztendlich nichts nützt auf der Karte, ne? Ist klar. Also hier einmal durch. Und hier sind die Yoshi-Coins halt schon ins Level eingebaut. Das ist für mich, ne? Also der On-Off zum Beispiel, der ganze On-Off-Kram beruht nur auf Yoshi-Coins. Sonst wäre der nicht da. Das heißt, die haben schon eine zentrale Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit den Yoshi-Coins was zu tun hat. Dass man hier halt nicht zurück kann, ist dumm. Das heißt, ich will den Midway Point am besten gar nicht erst auslösen. Ja gut, meinetwegen. So, dann switche ich hier wieder um. Und auch dieser Switch, den muss ich nur betätigen, weil ich diese Yoshi Coin hier unten haben will. Sonst müsste ich den überhaupt nicht drücken. Ne? Deswegen, die wirken schon relevant. So, wie gesagt, wir lösen den Midway Point nicht aus. Stattdessen die zweite Blume mit. Da unten ist dann eh die letzte Yoshi-Coin, das heißt, ich kann auch erstmal jetzt den Weg gehen. Sollte jetzt ja nicht das Problem mehr sein. Dann sind hier die Röhren mit den Yoshi-Coins. Also mit der einen. So. Dann ist hier die vierte. Und dann ist die fünfte auch jetzt ganz griffbar. Greifbar, würde ich sagen. Jetzt gucken wir erstmal, ob es mit Vieren schon. Nein. Ich bin gespannt. So, jetzt haben wir alle. Ist das jetzt ausgelöst? Ha! 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 200 IQ. Na, viel mehr wäre nicht mehr übrig geblieben, ne? Okay. Eins, zwei, drei, vier Level. Ich würde es bei 20 Minuten jetzt gerade mal belassen. Ich hoffe, das ist okay. Wir hatten dann zwar nur zwei Level, aber so gesehen drei Exits. Das soll okay sein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.